So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Survival. Ja, wie ihr seht, haben wir ein kleines Problem. Ihr wisst noch das Cobblestone-Haus, das wir abgebaut haben. Der Besitzer hat eine Beschwerde eingereicht und ja, jetzt sind sie im Knast. Also dachte ich mir, diese Folge werden wir mal gucken, wie wir wieder hier rauskommen. Du hältst deinen Mund, okay? Chef, wie heißt der Arsch? Der heißt Chief Warden. Hi, Chief Warden. Oh. Ich dachte, da hätte ich mein Zeugs reingetan. Oh, shit. Was? Put key in hole. Okay. Wir waren gerade im Boden drin, habt ihr das gesehen? Lol. Was ist denn hier los? Lol. Alter. Ist der tot? Nee. Alter. Wie viele Schilder hier sind. Alter Vater. Und weiter? Jetzt ist nur der Boden eingekracht. Oh, da ist eine Tür. Okay. Hi, Metzger. Willst du auch ausbrechen? Ja, ich will ausbrechen. Ja. Alter, da steht mir im Weg. Dieser Vollhorst. Ups. Alter, da stehen dauernd Sachen, wo von den Verbrechern hingeschrieben wurden, die auch flüchten wollten. Jo. Oh, Alter. Ich bin, glaub, besser in Jump'n'Runs geworden. Weil das sieht mir aus, als wäre das ein Jump'n'Run irgendwie, wo von den Polizisten gebaut wurde, damit wir Verbrecher nicht rauskennen. Aber da haben sie wohl nicht mit mir gerechnet. Diese Vollidioten. Alter, wissen sie nicht, dass man Sachen abbauen kann? Sind die dumm oder so? Alter. Die sind doch echt nicht bei Trost. Ja, komm. Ja, ihr könnt mit. Ja? Ihr seid doch auch so Verbrecher wie ich. Hier. So, easy. Ich bin Profi im Ausbrechen. Easy. Lalala. Hey, was ist hier? Ja, hallo, meine Herren. Sekunde. Ja, hallo, also ich bin doch schief warten. Ich bin ganz schief, wenn ich stehe. Badam. Okay, sorry. Also dauernd stehen hier Sachen von diesen Verbrechern. Lala. Okay. Die Tür hat gerade geleckt. Sind hier Sachen drin? LOL! LOL! Alter. Nee, das lasse ich mal den Schafen. Hey, Schafe. Ihr dürft auch raus. Ich wusste gar nicht, dass Schafe ins Gefängnis dürfen. Ich dachte, die wären irgendwie unter Naturschutz oder so. Kommt mit, Schafe! Alter, was machen die Polizisten hier? Alter! Lass uns mal den Weg merken. Dann. Kann ich eigentlich auch hier oben lang? Alter, wie soll ich das schaffen? Ja klar, Alter. Was erwarten die von mir? Ach so. Wir können das alles skippen. Lol. Lol.
Holzschwert. Ja, mit dem gebe ich ihn natürlich nicht ab. Ich habe meine ganzen Sachen zum Glück, bevor der Polizist gekommen ist, konnte ich noch mein ganzes Zeug verstecken. Wir brauchen wohl Wolle. Tut mir leid, Schafe. Aber eins von euch muss sterben. Ja, nichts gesehen. Okay. Alter, aber wir stecken echt in Schwierigkeiten. Das ist schlimm hier. Was sagst du, wo sollen wir die Wolle hin tun? Hier nicht. Ich geh mal weg, du Heini. Ich denke, das ist richtig. Wir dürfen bald aus dem Gefängnis draußen sein. Yeah. Kommt da jetzt ein Kampf? Haben die auch noch Monster, die Polizisten? Alter, das hört sich halt wirklich so an. Es wird immer lauter! War einfach, mach die Tür auf. Oh shit. Achso, nee, doch keine Lava. Das ist Redstone. Easy. Okay, das heißt, wir müssen uns nur noch durchgraben, glaube ich. Oh, da sind Spinnen drin. Okay, Leute. Ich habe hier ein Problem. Ich muss, glaube ich, kämpfen. Aber ich glaube, ich schneide es euch raus. Erkunde. Und wenn ich wieder im Dorf zurück bin, dann, ja, dann zeige ich es euch. Dann setze ich hier einen Schnitt, weil, Alter, was, wie gut die Polizisten überlegen, Alter. Aber eigentlich andererseits, die waren zu dumm und haben Kies hingesetzt, dass ich ausbrechen kann. Also, wir sehen uns wieder im Dorf. Und bis gleich. Puh. So. Okay, Leute. Wir sind endlich wieder im Dorf. Also, ich habe meine Sachen übrigens wieder. Alter, war das anstrengend. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Alter, da kamen Spinnen und... Alter, da kamen auch solche Zombies. Aber nicht nur ein paar, wisst ihr, da kamen Tausende und so. Wisst ihr? Stimmt, was wir noch machen könnten. Ich dachte mir, wir könnten vielleicht mal wieder zu dieser Kiesstelle gehen. Übrigens, Leute, ich glaube, ihr habt jetzt eure Lektion gelernt, oder? Ihr solltet nicht stehlen oder so. Glaube ich. Weil sonst kommen die Villager und ja, dann. Dann fliegt ihr auf. Wo war die nochmal? Die war irgendwie habe ich die doch mit diesem einen Block da markiert. Stimmt. Ich könnte den Typen eigentlich auch anzeigen. Weil er... Ich kann einfach den Polizisten verzapfen. Das ist, dass er brutal geworden wäre und so. Und dann hat er mir eine gegeben. So eine Schelle, wisst ihr. Genau, das könnte ich auch machen. Wo war meine markierte Stelle? War die hier? Nee. Die war nicht hier. Halt, Sekunde, die war doch in der anderen Richtung, nicht? Ne, Leute, aber müsst ihr euch echt merken. Ihr dürft halt nicht klauen. Oder halt...
Sachen von anderen Leuten beschädigen. Für euer Selbstwohl. Ich habe jetzt auch meine Lektion gelernt. Ja. Wahrscheinlich reicht dir noch eine Beschwerde ein. Du musst jetzt in meine Maus einziehen, weil... Was mich total aufregen würde. Ach egal, ich finde die Stelle nicht. Ich gehe mal hier ins andere Dorf. Mal wieder. Ich sollte, glaube ich, auch ins andere Dorf ziehen, wie Elias. Weil das sind alles Betrüger in meinem Dorf. Alles Betrüger. Beziehungsweise ja nur der eine. Ich müsste mir mal ein Haus raussuchen. Ne, Blöcke habe ich nicht. Komm, dort werd ich aber wohl abbauen dürfen. Sekunde, das brennt wie in unserem Ofen. Das ist auch gut, dann können wir uns endlich mal Fackeln machen. Das ist gut, dann können wir vielleicht auch mal mit dem Elias eine Höhlentour machen, wenn er will. Kannst du mir ja einen Kommentar schreiben, Elias, ob du die Idee gut findest oder nicht. Weil ich weiß, du schaust zu. Wo ist jetzt meine Kohle? Habe ich die aufgesammelt? Weil da hat es nicht so einen Ton gemacht. Okay, das lasse ich mal für den Elias übrig, wenn er es findet. So, mit Dirt werde ich mich aber wohl hochbauen dürfen. Dirt darf ich wohl klauen, oder? Ich meine, wir reden hier von Dirt. Hey, das Haus sieht ziemlich geräumig aus. Ist es auch in der Nähe von Elias? Weil ich möchte eigentlich schon in der Nähe von Elias wohnen. Das Haus, wo er wohnt, war doch hier. Nee, halt. Es war nicht das Haus. Es war das Haus, wo so halb in den Boden reinging. Das weiß ich noch. Weil der wohnt ja in diesem Boden da drinne. Hier war's. Ne? Ja, genau. Der hat wohl einen Mitbewohner. Nee, die Kirche nehme ich nicht. Dann wohne ich, glaube hier in dem Haus. Würde ich vorschlagen. Oh, hier ist eine Workbench. Hat ihn das eine Werkbank? Ist das vielleicht seine? Ne, aber ich glaube, er dürfte eine haben. Hey, was ist das hier für eine Versammlung? Ach, der hat bestimmt eine. Ja. Okay, dann kann ich das Haus für mich übernehmen. Weil das sind ja nur lauter Betrüger in meinem Dorf. Erstmal ein bisschen Holz abbauen. Stimmt, haben wir eine Axt? Axt haben wir uns gemacht, ja, ne. Okay, gut. Abzubauen. War viel aufregender, wo wir in so geheimer Mission waren, ne? Und dann gucken mussten, dass niemand zuguckt. Das war eigentlich spannender, aber nein! Der Villager muss mich ja verpetzen. Aber ich zieh um. Das lasse ich mir doch nicht gefallen. Ich zieh jetzt in Eliasdorf. Ja klar, jetzt hat er sich wieder zurückgeholt, ne?
Ja, toll. Und dann weiß ich nicht, wie man. Also, der regt mich so auf, ne? Leute. Türe haben wir in unserem neuen Haus, ne? Dort, die Falltür kann ich hier lassen. Nur früher war eh noch nicht viel drin. Aber ich kann. Ja, kommt, die Werkbank lassen wir auch hier. Aber die Truhe nehme ich mit. Was hat das so gegrunzt? Ach, so ein Schwein natürlich. Ich vertraue der Welt nicht mehr. Das gibt's doch nicht. So, hier war es dann, oder? Nee. Oh, Alter. Ich weiß nicht, wo dieses verkackte Dorf ist. Beziehungsweise kein verkacktes Dorf, weil sonst würde ich nicht hinziehen. Obwohl theoretisch schon, weil ich habe ja auch in dem Dorf gewohnt, wo ich. Boah, Alter, ich verwechsel die Stellen immer. Dann war es in der anderen Richtung. Sorry Leute, dass ich hier gerade nur rumwatschle, aber das ist. Ihr müsst wissen, eigentlich bin ich ein Pinguin, deshalb mache ich keine Facecam, weil das ist. Ich bin ein Pinguin, das ist. Und ich möchte halt nicht, dass ihr Beweise habt, wisst ihr? So, hier war's, okay. Aber ich ziehe jetzt sowieso hier ein. Oh, das ist Elias Haus, das weiß ich. Elias Haus kann ich mir merken. Und mein Haus ist dann, haben die auch so ein Haus wie ich? Nee. Okay, dann ziehe ich in das hier Haus hier. Dann haben wir Elias als Nachbar. Das ist dann ganz schön. Also habe ich euch eingeladen. Ja gut. Dann schlaft halt bei mir, wegen mir. Ey, mach mal Platz hier. Hallo. Ich will da mein Bett vielleicht hinsetzen. Gute Nacht. Boah, Alter. Oh, stimmt, ich habe ja hier schon eine Werkbank. Egal. Dann hier eine Holzdruckplatte. Dann stelle ich die Werkbank hier ab. So. Und meine Truhe kommt hier hin. So. Und dann hier raus machen wir schöne Stöcke. Dann können wir uns schöne Fackeln machen. Hier, Fackeln. So. Wie viel Kohle haben wir noch? Oh, eine. Ja, dann haben wir aber wenigstens schön Licht. Ja. Eigentlich würde ich schon fast sagen, ich mache Elias gleich auch ein bisschen Licht in sein wunderschönes Haus. Die Bretter lagere ich auch, mein Doki steht. Alter, geh mal weg. Hallo. Soll ich dich töten oder was? Wenn der mich nicht an meine Truhe lässt, dann. So. Ich behalte mal 20 Tonnen bei mir. So. Dann gucke ich gleich mal nach in Elias Haus. Ob der genug Licht hat, weil sonst kriegt er ein bisschen Licht von mir. Hast du genug Licht, Elias? Alter, wie dunkel. Hallo? So, hier. So, das sollte ihm erstmal reichen. Hat er eine Truhe? Nee.
Schade, sonst hätte ich ein bisschen was in die Truhe gepackt. Stimmt, wir sollten unser Haus umbeschriften. Na egal. So. Dann wohnen wir jetzt offiziell hier. Der Metzger tanzt auf meinem Bett herum. Party hart oder was? Party hart, yeah! Ja, dann würde ich sagen, danke ich natürlich fürs Zuschauen. Villager kommt, bedankt euch auch fürs Zuschauen. Nee, wollen sie nicht. Okay, dann danke ich fürs Zuschauen und lasst ein Like da oder einen netten Kommentar und ja, ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen. Und ja, tschüss. Wieso sag ich da und ja? Und ja, tschüss.